Hallo meine lieben Waagegeborenen, ich hoffe, euch geht es gut. Ich wünsche euch einen zauberhaften schönen Tag. Vielleicht bist du gerade im Urlaub oder stehst kurz vor deinem Urlaub oder vielleicht hast du auch schon deinen Urlaub beendet. Egal wo du stehst, egal was ist, ich hoffe, dir geht es gut und du befindest dich im luftigen Ausgleich. Meine Lieben, ich habe hier mal ein bisschen was bereitgelegt. Wir schauen uns die nächsten 14 Tage an. Ich habe mich kurzfristig in der Nacht dazu entschieden, eine Neunerlegung für dich zu machen für die kommenden 14 Tage. Ich habe zwei verschiedene Tarots, mit denen wir arbeiten werden. Genau, und die Lennys habe ich dabei und ein paar Impulskarten für euch. Und genau, und würde sagen, deine Aufgabe ist es, liebe Waage, zu schauen, ob du damit in Resonanz gehst, ob es dein Thema sein könnte, was wir dann hier sehen werden, eventuell. Und genau, und du denkst bitte daran, dass es eine kollektive Legung ist, was bedeutet, dass du natürlich nicht immer unbedingt damit in Resonanz gehen musst. Ja, Zeit ist fließend. Für einige wird es so sein, dass dieses Thema eventuell schon begonnen hat, vielleicht vorbei ist oder ihr könnt damit noch gar nichts anfangen, weil diese Energie noch gar nicht in eurem Energiefeld ist. Egal was es ist, meine Lieben, ja, wir starten jetzt erstmal los. Oh, und irgendwie habe ich das Gefühl, in den nächsten kommenden 14 Tagen plus minus mal geteilt, dass du es mit dem Thema Wut zu tun hast und irgendetwas in deinem Feld, und das werden wir uns gleich anschauen, macht dich sauer, ja, da bist du wütend und hier ist der Impuls für dich, liebe Waage, transformiere deine Wut in positive Lebensenergie, also an alle Mädels da draußen, kauft euch eine Creme und cremt euch schön, geht Eis essen, geht, trefft euch mit einer Freundin, Erden reinigen, hört Chillmucke, Musik, macht irgendetwas aus dieser Dynamik heraus, was euch wütend macht und versucht das in was Positives umzusetzen. Warum ist das so wichtig? Weil ihr mit dieser Dynamik von Wut euch in eine niedrig schwingende Frequenz runtermanövriert. Also ihr setzt euch selber in den Keller. Und das ist etwas, was euch sehr, sehr viel Kraft kosten könnte. Also hier, egal was es ist in der nächsten Zeit, was auf euch zukommt, was euch sauer macht, fragt euch bitte, was bringt mich das weiter? Bringt es mich weiter? Was macht es mit mir? Warum triggert mich hier etwas? Und das ist das, was du dich hier bitte hinterfragen darfst, liebe Waage. Wir gucken mal, was wir hier noch von deiner Seele für einen Impuls bekommen. Finde deinen inneren Frieden. Ja, das passt natürlich als Gegenstück zur Wut unheimlich gut. Finde deinen inneren Frieden, liebe Waage, mit dem, was auf dich zukommt. Also investiere nicht in die Wutenergie, sondern investiere in den friedlichen inneren Ausgleich, in den Frieden in dir. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war für den Anfang eine ganze Menge an Impulsen. Wir, meine Lieben, starten jetzt in die Neunerlegung. Ich gucke mal, was hier auf dich zukommt. Diesmal sehr ungewohnt von Zwillingen, sehr klassisch. Starten wir hier los mit einem sehr klassischen Tarot. Und wir nehmen das Licht- und Schattentarot mit dazu. Und wie gesagt, die Lennys auch nochmal zum Klären. Also wir haben hier eine ganze Menge für euch wieder am Start. So, was haben wir denn hier mit der Waage? Was ist hier los in den kommenden 14 Tagen? Wir haben den Pagen der Schwerter. Der Page der Schwerter, meine Lieben, das ist eine Lernaufgabe. Du hast hier etwas zu lernen, wie zum Beispiel, dass du aus der Wut heraus transformierst in etwas Positives. Es ist etwas, wo du lernen darfst, auf deine Intuition zu hören oder aber auch wo, liebe Waage, du in gewisser Art und Weise Ängste hast. Und es würde dir sehr, sehr gut tun, wenn du in die Aktion kommst. Also wir haben hier den König der Münzen und der König der Münzen ist die männliche Energie. Das ist deswegen Aktion. Und Münzenergie ist die Ausgeglichenheit, die Ruhe, die Beständigkeit, die Sicherheit. Also wenn du letztendlich von dem, was dich wütend machst, oder was dich wütend macht, du in deinen Ausgleich kommst und sagst, hey, okay, ich kann es nicht ändern, aber ich kann gucken,
warum triggert mich das jetzt? Ja, also was ist hier, was mich wütend macht und warum ist das hier in meinem Feld? Warum macht es mich wütend? Meine Lieben, ich werde mal ein bisschen doch zur Seite gehen müssen, weil ich denke mal, wenn ich das mit dem anderen Tarot kläre, dann könnte es sein, dass der Platz sonst nicht reicht. Also du hast schon im Kopf, dass du weißt, dass das für dich eine Lernaufgabe ist, dass es für dich ein Prozess ist, dass dir das auch nicht gerade so einfach fällt, weil eine Waage ist ja auch ein Mensch, der letztendlich sehr sensitiv ist und immer den Ausgleich sucht. Ja? Und wenn du den nicht bekommst, dann könnte es einfach schwierig werden. Das könnte für einige bedeuten, dass du dich blockiert fühlst. Ja? Wir haben 8 der Schwerter, eine Situation, die dich wütend macht, weil du blockiert bist durch diese Situation. Es kann natürlich auch eine Person sein, die dich blockiert, dass du aber Ängste hast. Wir haben es jetzt vielleicht auch teilweise mit Verlustängsten zu tun, Angst, jemanden zu verlieren. Ja? Und die Lernaufgabe ist hier, ins Vertrauen zu gehen, in den inneren Frieden zu gehen. Letztendlich weißt du, liebe Waage, es ist alles vorbestimmt. Es ist Lehrplanet Erde und Lehrplanet Erde bedeutet, wir sind hier inkarniert, um letztendlich zu lernen. Und dieses Lernen, was du hier vorhast in den kommenden 14 Tagen, das ist etwas, wo du Konflikte hast. Wir haben hier die Stäbe. Und die Stäbe sind für mich immer die inneren Konflikte. Ja, also das bedeutet, du hast hier mit dieser Aufgabe, die in dein Feld kommt, mit der Wut, diese zu transformieren, um in den inneren Frieden hier zu kommen, hast du ein Thema. Ja, da hast du ein wirkliches Thema, liebe Waage. So, und ich habe gerade mit dem Thema der Karten, weil die schief sind. Und da, das ist das, was ich nicht gut finde. So, also, okay. Meine Lieben. Also, wir haben das Thema Konflikte, innere Konflikte, die du dir anschauen darfst. Wenn du Konflikte hast und du hast Konflikte in Bezug auf Verluste, ja, Ängste, schau es dir an. Nur so kannst du letztendlich daraus lernen und daran wachsen. Lehrplanet Erde, wir sind hier, um Erfahrung zu machen, meine Lieben. So, dann lasst uns mal schauen. Die Kraft, ja. Du bist sehr kraftvoll, liebe Waage. Du möchtest gerne, ne, mit deiner Kraft agieren, aber irgendwie könnte auch dieser Konflikt hier bedeuten, ich habe Angst und diese Konflikte und diese Angst bedeutet hier auch ein Stück weit, es zehrt an meinen Kräften, ja, und zu lernen, hier die Kraft einzuteilen für dich selber, um diesen Prozess, diese Lernaufgabe wirklich zu verstehen und zu begreifen. So, was haben wir denn hier noch? Ja, ich denke mal, du wünschst dir hier wirklich ein Familienleben, ein heiles Familiendasein mit einer Person oder du den inneren Familienfrieden. Es kann hier auch sehr gut sein, dass du hier mit deiner Familie ein Thema hast, ja, wo du auch familiäre Verlustängste hier leben könntest. Letztendlich ist es deine Aufgabe, zur Hohenpriesterin aufzusteigen. Also das intuitive Wissen. Wir haben hier den Mond und wir haben hier den Mond, ja. Und wenn ihr euch mal die Karte von dem Mond genau anguckt, dann ist es nicht ein Mond, der lächelt, ja, sondern es ist ein Mond, der hier seine Augenbrauen so ein bisschen, also irgendwas gefällt dem Mond da nicht, ne? Also irgendwas ist da, was angeschaut werden darf. Und mit deiner Intuition, mit deiner Energie der Hohen Priesterin und Ladies, das haben wir alle, ne? Je nachdem, wo wir natürlich stehen, mehr oder weniger, haben wir diese Energie in uns. Haben wir ein Thema in Bezug auf 10 der Kelche, das ist das heile Familiendasein, hast du ein Thema? Du hast ein familiäres Thema, sei es die Verlustängste, sei es die Konflikte, die dich zum Nachdenken bringen innerhalb der Familie, die dich viel Kraft kosten oder aber auch dieser Wunsch nach einem Familienleben, einem friedlichen Familienleben. Lasst uns mal gucken, wie es hier weitergeht. Und irgendwas, wie gesagt, in Bezug auf dieses Thema macht dich wütend. Was ganz wichtig ist, und das finde ich auch richtig toll, du ziehst dich hier erstmal zurück. Ja, deine Aufgabe hier sehe ich ganz klar, den Konflikt, den inneren Konflikt, und du schaust mit dem Hermit, schaust du im Rückzug hier dieses Thema an. Was kann ich daraus lernen und wie kann ich mit dieser Person
oder mit mir selber zur Ruhe kommen. Wir haben hier das Geben und Nehmen. Hier ist etwas nicht im Einklang. Also es könnte sein, dass du hier mehr gibst, ja, und du sagst, ich möchte jetzt, dass diese Person auch mal ins Geben kommt. Ja, ich möchte gerne, dass diese Person mir was zurückgibt, ne? Weil wenn du nur gibst, dann ist etwas im Ungleichgewicht. Das ist nicht lichtvoll, das ist uncool. Ja, also du erwartest hier ein Stück weit von einer Person schon, dass diese Person muss doch wissen, dass wenn du immer gibst, dass sie irgendwann auch mal was zurückgeben muss. Wir haben hier ein Ungleichgewicht. So. Und dann haben wir die Herrscherin. Also deine Aufgabe sehe ich hier auch ganz klar, mit der Herrscherin, dass du hier etwas verändern möchtest und etwas neu beginnen möchtest. Aber auch mit der Energie der Herrscherin sehe ich auch, dass du das Zepter in die Hand nehmen darfst, um hier in der kommenden Zeit in einem Thema, was mit Familie zu tun hat, die Führung übernimmst. Das kannst du mit Ruhe, Ausgeglichenheit, absoluter Entspanntheit tun. Der Fokus auf was, ja, das ist wichtig. Die Hauptenergie in der nächsten Zeit ist die Klarheit und die Wunscherfüllung. Auch sich darüber im Klaren zu werden, was möchte ich jetzt letztendlich wirklich, ja. Was bringt mir das? Bringt mich das an meine Wunschvorstellung heran, wenn ich wütend bin? Ja, wenn ich letztendlich die Wut lebe, der Wunsch nach inneren Frieden, den sehe ich hier aber auch. So, dieser ganze Prozess, liebe Waage, kostet dich hier wirklich eventuell sehr viel Kraft, weil die Konflikte sind zehrend in Bezug auf ein Familienthema. Ja, es ist hier das Geben und Nehmen im Ungleichgewicht. Wir haben hier die Waage drauf. Du ziehst dich zurück, um zu sagen, ich habe jetzt genug gegeben, ich bin die Herrscherin, ich sitze auf meinem Thron und ich darf jetzt hier wohl sehr wohl entscheiden, dass jetzt ist Schluss. Jetzt wird der Geldhahn zugedreht, jetzt wird der Kontakthahn zugedreht. Du sagst, ich tue mir das nicht mehr an. Ja, du hast nämlich dadurch auch den Konflikt, dadurch, dass du hier sehr stark immer gegeben hast, ja, hast du hier einfach ein Stück weit auch, du hast verstanden, ich gebe mal ein Beispiel, wenn es hier um eine Beziehung geht, dann hast du verstanden, wenn ich dem Mann hinterher renne, dann gewöhnt er sich an meinem Geben, 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 an diesen Zustand und muss gar nichts mehr für mich tun. Und dann kommst du eventuell sogar in die Verlustangst rein. Wenn wir hier ein familiäres Thema haben, wo die Eltern zum Beispiel in Pflege sind und ihr habt mehrere Geschwister, du hast mehrere Geschwister und du bist eine derjenigen, die immer nur gibt und sich um die Eltern kümmert oder um einen Elternteil und macht und macht und macht, ja, dann haben wir hier eine Konstellation, dass einer tut und die anderen sie lassen tun. Das heißt, auch hier habe ich wieder ein Ungleichgewicht. Also was ich sagen kann, ist hier, du bist hier in Bezug auf eine Person oder dich selber, bist du an einer Aufgabe jetzt dran zu lernen, das mit Ruhe, Beständigkeit, mit Geduld, ja, aber auch mit ganz entspannter Führung, dem Wissen, was du gerne möchtest, ja, im Rückzug bist du dabei, hier deinen Weg zu finden. Also Rückzug, um aus dem Konflikt zu kommen. Das ist etwas, was du lernen darfst, ja. Intuitives Handeln, damit du in deiner Kraft bleibst, damit das Geben und Nehmen wieder im Einklang ist. Ja, und auch hier im familiären Bereich darfst du in der Ruhe und Gelassenheit bleiben und darfst den Ton angeben, wie du es gerne möchtest. Wie möchtest du dein Leben leben? Ja, und das ist etwas, was wichtig ist. Was ich dir schon mal sagen kann, ist, dass du nicht leben möchtest in Bezug auf innere Konflikte. Das ist etwas, was dir Kraft kostet und was sehr an deiner Substanz nagt. So, meine Lieben, wir gucken jetzt in die erste Reihe. Da klären wir das ganze Thema nochmal. Was haben wir hier? Wunscherfüllung. Ja, genau. Die Wunscherfüllung. Ja, was ist deine Wunscherfüllung? Deine Wunscherfüllung ist was? Dass hier etwas in den Ausgleich kommt. Auch ein Stück weit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es für dich eine Lernaufgabe ist, hier
wenn du siehst, dass irgendwas im Mangel ist, nicht gleich hinzurennen und das auszugleichen, sondern ein Stück weit in das Abwarten zu gehen. Es kommt natürlich immer auf den Fall darauf an, was hier wichtig ist bei dir, ja, was der Grund ist. Wir gucken uns das jetzt nochmal mit den Lennys an. Es kann was mit Kindern zu tun haben. Es kann aber auch der Wunsch nach Leichtigkeit, nach mehr Leichtigkeit sein, ja, dass du lernst, wie komme ich an meine Ziele, wie komme ich hier an meine Wünsche besser ran, indem du selber in die Leichtigkeit gehst oder aber auch die Dinge so regelst, dass du hier einen Neustart machst. Ja? Wir haben hier Neustart, Leichtigkeit und wir haben hier mit der Herrscherin, haben wir aber auch den Neustart drin. Also es liegt letztendlich immer wieder, und das ist das, was ich hier sehe, immer wieder an dir. Du spiegelst letztendlich und ziehst das in dein Leben, was du aussprichst, was du aussendest. Und für einige kann auch die Wunscherfüllung wirklich ein Kind sein. Ne? Für andere, die sagen, nee, Kind ist nicht mehr, ist es die Leichtigkeit oder der Neuanfang. So, wir haben die zweite Reihe. Oh je, ich muss mich mal kurz abstöpseln. Die Karte ist mal wieder im hohen Bogen geflogen. So. Wenn jemand ein gutes, schnurloses Mikrofon mir empfehlen kann, könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Lieben, ja? So, was haben wir hier? Wir haben den Wagen. Du möchtest gerne, dass hier etwas vorangeht. Mit dem Konflikt, den ich hier aber sehe, den inneren Konflikt, weißt du auch, dass es könnte dich ein Stück weit Kraft kosten, hier voranzugehen, weil du hier noch das Konfliktthema hast. Also erst den Konflikt lösen, dann in die Kraft kommen in Bezug auf ein Familienthema und dann geht es hier voran, meine Lieben, ja? Also schön Stück für Stück, sukzessive nacheinander hier in die, ich will mal sagen, Abarbeitung kommen, ja? Genau, die Veränderung. Die Veränderung kommt dann mit dem Vorangehen. Also die Situation, die Konflikte, die ich hier sehe, die inneren Konflikte, die werden sich verändern, wenn du dem auf den Grund gehst. Und dazu ist auch der Mond wieder da. Also es hat immer wieder was mit Familie geben und nehmen zu tun. Hier ist etwas nicht im Einklang, meine liebe Waage. Und deswegen hast du hier den Konflikt. Aber du möchtest auch, dass was vorangeht, damit du in deine Wunscherfüllung kommst. In den Neuanfang, die Leichtigkeit, in die Veränderung. Wirst du alles bekommen, aber erst bitte den Auslöser, die Basis, woher das rührt, darfst du hier bitte erst eliminieren. Und das bedeutet auch, dass du den inneren Frieden findest für dich selber. So, die dritte Reihe, was haben wir denn da? Der Magier. Na, da haben wir doch den Neuanfang. Du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst, um voranzugehen, um deine Ziele, Wünsche, Träume zu erreichen. So. Das ist schon mal schön. Der Magier hat alle Energien in sich vereint. Und es wirst du auch rausfinden, dass es so ist, wie ich es gerade gesagt habe, weil du in den Rückzug gehst, ja, mit dem Hermiten etwas ausgleichst und du die Führung hier übernimmst. Genau. So. Wir haben, solange du im Rückzug bist und noch überlegst, hast du hier die Blockade. Die Blockade wird sich lösen, wenn du verstanden hast, dass du alles hast, was du brauchst. Also es bedeutet, zum Beispiel, du möchtest etwas Neues beginnen. Gehen wir mal von der Liebe aus. Dann geht das gerade nicht voran, weil. Dann geht es nicht, weil. Auf Arbeit ist es genau das Gleiche. In der Familie ist es das Gleiche. Man sucht sich mit einer Blockade immer die Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Das dient aber dazu, in die Veränderung zu gehen. Also hier nicht nach Ausreden suchen, sondern nach Gründen suchen, wie man das Thema eliminieren kann, wie man hier etwas verändern kann. Das ist das, was hier ganz, ganz wichtig ist, liebe Waage. Okay? So, wir haben als Outcome, und da ist eigentlich schon letztendlich die Antwort auf meine Frage, wir haben die Klarheit. Worüber bist du dir im Klaren? Also, das heißt, ich habe ja gesagt, sei dir im Klaren darüber, was dich wütend macht, okay? Ist eine Basis. Dich macht aber etwas wütend, worüber du schon weißt, was dich wütend macht.
Weil wir haben hier die Konflikte, die inneren Konflikte, die haben wir hier und die haben wir hier. Und mit dem Stern weißt du aber, das ist, der Stern ist letztendlich ein Stück weit wie der Mond, die Klarheit über das Intuitive, über die Angst. Also du weißt schon, was das Thema ist. Und das gilt hier umgewandelt zu werden, weil du hast alles, was du brauchst, um dann in die Stabilität zu kommen. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist eine Situation, meine lieben Wagen, die euch Kraft kosten wird, definitiv. Ja, aber ihr seid auch so stark und ihr schafft das auch. Also, Rückzug, Zepter übernehmen, Lernaufgabe, ist es die Wut umzuwandeln in den inneren Frieden, um dann mit Ruhe und Beständigkeit hier in die Wunscherfüllung zu gehen, in den Neustart zu gehen, die Dinge hier zu verändern, voranzugehen, ja, um in die Veränderung zu gehen, also das Vorangehen, wenn man den Konflikt hier, diesen inneren Konflikt eliminiert hat, sich darüber im Klaren ist, mein Unterbewusstsein triggert mir ja was, das zu verändern, um dann die Blockade zu lösen, um dann hier, weil ich habe alles, was ich brauche, ich bin von niemandem abhängig, hier in den Neustart zu gehen. Ja? So, jetzt habe ich hier nochmal an der Seite die Orakelkarten, meine Selbstliebe-Orakelkarten. Ja? Jetzt gucken wir mal in Richtung Selbstliebe, was hier noch für dich wichtig ist, liebe Waage. Da ist schon eine Karte rausgefallen. Das Heilmittel bin ich. Wahre Heilung finde ich in meinem tiefsten Inneren. Und dazu ist der Hermit da. Also, liebe Waage, beschäftige dich bitte mit deinem Rückzug, mit deinem Inneren. Ja, und beschäftige dich damit, was du hier heilen darfst, was dich hier triggert innerlich in Richtung Familie. Kann eine Partnerschaft sein, kann wirklich ein Familienthema sein. Ja, und geh hier bitte in die Heilung und reflektiere, was du hier anders machen kannst, um hier in das Vorangehen zu kommen. Liebe Waage, wenn dir diese Legung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo schenkst, wenn du dieses Video likest, damit andere auf dieses Video aufmerksam werden, weil damit hilfst du auch anderen Menschen. Du kannst es auch gerne teilen, wenn du eine andere Waage kennst, wo du sagst, ey, ja, genau das ist das, genau das passt zu dieser anderen Waage, ja. Und ich freue mich auch über einen Kommentar. Und wenn du sagst, es hat mir so gut gefallen, ich möchte da gerne ansetzen, kannst du dir sehr, sehr gerne eine persönliche Legung buchen. Ich habe immer mal Fragen, wie ihr mich kontaktieren könnt. Entweder über meine Homepage www.engelgeflüster-mit-ue.de oder ihr macht einen Doppelklick auf den Titel des Videos und dann geht ein Feld auf. Das nennt man Infobox, ja, für alle Neuen. Und da stehen alle Informationen, die ihr braucht, um mich zu kontaktieren, meine Lieben. Okay? In diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit und viel Erfolg beim Transformieren von Wut in inneren Frieden. Alles Liebe. Tschüss.